Hallo, guten Tag. Ich bin Orange und ich bin der Austauschstudent aus Hongkong, aber jetzt in Deutschland. Und ja, letzte zwei Filme haben wir über die Begrüßung und die Namen kennenzulernen in dem Kurzfilm ja, diskutiert. Und dieses Mal machen wir noch weiter, so über die Heimat. So, wir können vorstellen, dass in so erstes Mal, wenn wir ja einander sehen, sprechen wir natürlich, woher kommst du und ich komme aus wo. Und die Grammatik auf Kantonesisch ist ganz kompliziert, aber ich stelle einfach den ganzen Satz vor. So, hier gibt es eigentlich zwei Fragen und zwei Antworten. So, das bedeutet zum Beispiel, woher kommst du und aus welchem Land kommst du her oder wo ist deine Heimat und so weiter. Das gibt immer verschiedene Ausdrücke. So, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Zum Beispiel, hier steht, Lei hai bin do lei ga. Nei, hai bin do, lei ga. So, oder Lei hai bin do yan. Lei hai bin do yan. So, es gibt auch ein paar Stichwörter. Bin do und bin do. So, Lei hai bin do, lei ga und Lei hai bin do yan. Es gibt auch die zwei Wörter, bin do. Bin do bedeutet immer wo oder woher oder wohin. So, es ist immer die so einen Ort. Und dann Nei ist immer bedeutet du oder dir oder dich. So, Hai Bindo Lei bedeutet in so woher. Lei bedeutet her. So kommt oder ja. Oder so weiter. So, es ist eine Präposition, aber es ist auch ein Verb. Aber so, das ist fast egal. So, keine Grammatik und keine Wörter, nur den Satz oder die Stimme. So, Wiederholung der zwei Fragen. Le hai bin do le ga oder Le hai bin do yan? So, dieses bedeutet, was ist deine Staatsgehörigkeit und so. Und die zwei verschiedene Antworten ist, Wo hai hong gong chu. Wo hai hong gong chu. So, hier hat sich ein Wort verändert. So, lai oder chu. So, diese Antwort ist, ich wohne in Hongkong. Ich wohne in Hongkong. Zum Beispiel, meine Heimat ist Hongkong und dann ich stelle mir vor, natürlich, ich wohne auch in Hongkong normalerweise. Nicht im Moment, aber normalerweise wohne ich auch in Hongkong. Deswegen, Wo hai hong gong chu. Oder, wenn so die andere Frage ist, so wie die Staatsgehörigkeit, man antwortet natürlich auch einem Land oder einer Stadt. Zum Beispiel, wenn du ein Deutscher bist, so, hier steht Dagguan. Wo hai Dagguan. Oder einfach Dagguan. So, Dagguan bedeutet Deutschland. Deswegen hier, diese ist die Piktogramma. So, einfaches Wort. Das steht hier nur ein Mensch hier stehen. Deswegen, dieses Wort bedeutet immer Menschen oder so weiter. So, hier bedeutet ein Mensch in Deutschland. So, Dagguan bedeutet ein Mensch in Deutschland. Das ist Deutscher oder Deutscherin. So, einfach eine Wiederholung. So, die zwei verschiedenen Formen der Sprache für woher kommst du oder aus welchem Land wohnst du ist Lei hai bin do lei ga, Lei hai bin do lei ga oder Lei hai bin do yan? Lei hai bin do yan? So, die Antwort ist
我喺香港住，我喺香港住，我啊德國人，德國人。 So, dieses Mal ist wahrscheinlich ganz kompliziert, aber so irgendwann, irgendwo, irgendwas, wenn du die Fragen der Sprache gibst, so schreib mir einfach eine Nachricht bei E-Mail oder auf Facebook. Das ist so, ich habe immer frei für die Sprache. Und ich kann noch weiter erklären. So. Danke wieder. Nochmal. Und danke für die Geduld. Und auch für alles. Und hoffentlich sehen wir uns wieder. Und ja. Tschüss.